Ja, und somit herzlich willkommen zur nächsten Demo vom Steam Next Fest, dem Motel Manager Simulator. Mal schauen, wie das hier sein wird. Die Trailer sahen ein bisschen besser aus als das, was ich jetzt hier sehe. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Welcome to the Motel Manager Simulator. We recommend you to follow the tasks and the tutorial order. Okay, current task, turn on the power, go to the power room, switch to power using the levers. Task complete energy, when your energy is depleted, you can't run. Sleep in bed, eat or drink to regain energy. You also fast forward time when using sleep. Okay. Set up your computer. Schätz mal, das ist im Office. Genau, steht da zumindest. Sehr schön. Oh. Oh. Ups. This outlet is not placed properly. Hang the power outlet on the wall. Attach the computer plug to the outlet. Ach so. Lesen ist schwierig. Wir haben es gleich. Keine Sorge. Jetzt. Pick up and placement. Hold left shift to pick up more than one object. You can look objects to mark them as not pickable. Use trash can warehouse to pick up the small trash. Okay, von den Bretten können wir nur eins nehmen. Use the broom to clean. Ist ein bisschen weird, dass gar keine Musik hier läuft. Ah, es gibt auch gar keine Musik. Ja, dann kommt vielleicht beim Schneiden was dazu. Denn ansonsten ist es mega still. Und das tue ich euch jetzt nicht an. Ach doch, man kann die einzeln und dann alle zusammennehmen. Okay, das ist unser Bett. Clean your office. Use the broom tool. Okay, diese ganzen Simulatoren sind doch immer ziemlich ähnlich. Room requirements. Room must be clean. All inside build. Pieces placed. Necessary equipment. Door, sink, toilet, bathtub, heater and curtains have specific sockets in the room. Sometimes you need more than one of the same equipment. Check equipment status in the rooms tab. Okay, Autofahren kann man auch. Wenn ich das so sehe. Find two ceiling lamps in the warehouse. Hang the lamps on the ceiling of the room.
Switch turn power on. So, das hier müssen wir auch säuben. Na dann. So, ja klar, wir brauchen natürlich einen Raum für die Gäste. Daran habe ich gar nicht gedacht. Kann man die Tonne nicht verschieben? Das wäre einfacher. So, gleich schön sauber. Perfekt. In the warehouse. Shop. Warehouse. Okay, zwei Lampen brauchen wir. Natürlich Farbe und natürlich einen Boden. Ich nehme einfach mal alles mit. Build pieces, roller to place build. Piece paint, equip your paint roller using tab. So, ich wollte schon sagen, ein Eimer für dieses kleine Stück. Wenigstens müssen wir nicht jede einzelne Bahn painten. Okay, scheint leer zu sein. Andere auch nicht. Doch, das ist leer. Schön einfach Farbe in den Mülleimer werfen. So, jetzt aber. No, die Decke wollte ich gar nicht. Naja. Mit unserem Motel muss natürlich nicht unbedingt unglaublich schön sein. Hauptsache zweckmäßig und es bringt Money. Mehr braucht es ja theoretisch eigentlich nicht. Okay, ich habe auch gerade gesehen, wo man hier sieht, wie die Farbe, also wie der Füllstand ist der Farbe, sieht man eigentlich auf der Seite gerade.
Reicht das für die ganze Deckkennung? Doch, doch, das reicht. So, sehr schön. Unser erster Boden. Boden. Unser erster Raum. Okay, das hätten wir. Kann ich das kurz mitnehmen oder ich werfe es einfach hier hinein. In den nächsten Raum. Und bei Room Necessary Equipments, Computer Delivery Equipments. Okay, wir haben 1500. Check number and type of necessary equipments in computer rooms. Bed, door, pillow. Und das muss man sich alles merken. Also, ein Bett. Zwei Türen. Kissen. Bedsheet, Towel, Toilet, Bathtub, Sink, Heater, Blanket. Eine Badewanne, ein Sink. Towel, Toilet Paper, Heating. Das müsste alles sein. Und eine Blanket. $276. Ach so. Okay. You can sleep in your bed to pass time or maybe clean the other rooms. Nee, wir schlafen mal. $5.28 soll die Delivery kommen. Sprich jetzt. Da ist der Truck schon, sehr gut. Und der liefert das wahrscheinlich alles ins Warenhaus. Warehouse is the place to store boxes and equipment that you don't need. The warehouse containing shelves is necessary for employees to unload deliveries. Don't leave the product boxes outside, otherwise they'll be damaged. Ach. Meine Güte. Ja gut. Ich meine, solange es funktioniert, funktioniert es. So. Bitteschön, danke. Das nehmen wir alles kurz so rüber. Wer kommt auf die Idee, das Warenhaus da drüben hinzustellen?
So, wir müssen den wieder wegschicken. You can sell empty boxes. Interact with the vehicle to send it away. Danke, tschüss. Ich sehe nichts. Wieso macht das Car solche Geräusche? Als ob es ein Auto wäre. Place equipment in the room. No. Ich würde jetzt das Bett mal hier in die Ecke packen. Die Badewanne. Okay, die Badewanne kommt dahin. Heizung ist offensichtlich egal wohin. Oder auch nicht. Unglaublich schön. Some equipments need to be attached in specific socket, door, toilet und so weiter und so fort. Okay. Okay. Ja, das ist schon gut. Ready to rent. Okay. Schauen wir uns kurz an, wie das aussieht hier. Not ready. Bedsheet. No, habe ich das vergessen zu kaufen? Habe ich vergessen. Gut. Uhr.